Herr Brigadier, Oberleutnant Schmidt meldet. Den Insignientrupp der Garde, ein Bläserquintett der Gardemusik und 124 Grundwehrdiener des Einrückungstermines März 2020 zur feierlichen Angelobung angetreten. Heute stehen wir hier gemeinsam und erleben eine Angelobung der im wahrsten Sinne des Wortes ganz besonderen Art. So wie sie hier vermutlich in Allensteig, aber auch für die Garde noch nie in dieser Form gegeben hat. Ohne Eltern, ohne Verwandte, Freunde, Bekannte werden sie in Kürze ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich ablegen. Zu diesem Zwecke heiße ich als besondere Ehrengäste die Soldaten der 1. Gardekompanie herzlich willkommen. Die Gesundheitskrise in Bezug auf das Coronavirus stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Wir leben nun seit einiger Zeit mit Ausgangsbeschränkungen, Vorgaben in der Ausbildung auf Neudeutsch Social Distancing. Macht auch hier beim österreichischen Bundesheer keine Ausnahme. Sie sind Anfang März noch unter anderen Vorzeichen zur Garde in die Maria-Dresen-Kaserne eingerückt und bereits am ersten Tag planmäßig nach Horn haben sie zur Ausbildung verlegt. Innerhalb weniger Tage hat sich die Lage aber sehr schnell verändert. So mussten sie bereits in der zweiten Ausbildungswoche eine kurze Quarantänephase nach einem Verdachtsfall in der Kompanie erleben und haben das gemeinsam sehr gut gemeistert. Zur Erfüllung der Vorgaben und Auflagen sind sie aber jetzt hier in Allensteig, im Lager Kaufhals. Hier kann ihre Ausbildung und vor allem die Unterbringung unter Rücksichtsmaßnahme der Maßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit bestmöglich durchgeführt werden. Die Garde, ein Verband mit doppeltem Auftrag, Einsatz und Repräsentation. Seit dem Beginn der Krise stehen wir mit unseren Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zur Bewältigung dieser Herausforderung. Achten Sie, meine sehr geehrten Herren, auf sich und Ihre Kameraden bei der Ausbildung. Halten Sie Abstand, wo es möglich ist. Sie leisten mit Ihrem Grundwehrdienst als Teil des Systems Österreich einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise und zur Unterstützung der österreichischen Bevölkerung. Ich wünsche Ihnen, Ihren Verwandten, Bekannten, Freunden alles Gute für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Ich danke. In der Heiligen Schrift gibt es im Römerbrief ein Zitat, dort heißt es, nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat. Auch den jüngsten Soldaten, die in dieser Zeit heute die Gelöbnisformel sprechen werden, sei daher jetzt schon gedankt für Ihren Einsatz und Ihren Dienst. Liebe Kameraden, Sie geloben feierlich mit allen Ihren Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volke zu dienen. Nehmt einander an. Der Soldatendienst erlaubt keine Gleichgültigkeit. Denn die ganze Welt leidet und muss sich bei der Bekämpfung dieser Pandemie zusammenschließen. Kameraden, diese Zeit erlaubt keinen Egoismus.
Denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen gemeinsam und macht auch keine Unterschiede. Ich wünsche euch und Ihnen für die kommenden Monate Ihrer Zeit beim österreichischen Bundesheer deshalb viel Soldatenglück, vor allem gelebte Kameradschaft, Kraft und Hoffnung sowie eine Gesinnung des Einanderannehmens. Gott segne Sie und bewahre Sie vor Unheil. Bleiben Sie gesund. Gottes Segen sei mit Ihnen. Zunächst darf ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie sich für diesen Dienst beim Bundesheer entschieden haben. Unter ganz anderen Voraussetzungen, anderen Vorzeichen, wie das Oberst Kirchebner und unser Militärpfarrer bereits angesprochen haben. Und deshalb ist auch diese Angelobung eine wirklich bemerkenswerte. Nicht nur ohne Ihre Angehörigen, ohne Ehrenkompanie, ohne Ehrengäste und statt einer Blasmusikkapelle ein Quintett, das aber ganz ausgezeichnet durchführt. Sie sprechen in Kürze Ihr Treuegelöbnis. Und dabei versprechen Sie, dass Sie persönlich einen Beitrag dazu leisten werden, dass die österreichische Bevölkerung geschützt wird. Und mit diesem Treuegelöbnis stehen Sie auch in guter Kameradschaft mit Ihren Kameraden in der Garde. Der Kommandant der Garde hat das auch ganz kurz angesprochen, was derzeit alles gemacht wird in der Garde. Und das ist wirklich herausragend. Das sind gewaltige Aufgaben, die derzeit heranstehen. Und es gibt keinen Verband in Österreich, der diese große Aufgabenpalette zu erfüllen hat. Und mein Dank gilt hier dir, sehr geehrter Oberst, als Kommandant der Garde, mit allen deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und Sie, die Sie jetzt angelobt werden, stehen nicht nur daneben, sind nicht nur irgendwie dabei, sondern Sie sind mittendrin. Weil ganz klar ist, dass auch Sie entsprechende Aufgaben in Kürze zu übernehmen haben werden. Und egal, welche Aufgaben für Sie auch heranstehen, ich fordere Sie auf, dass Sie sich mit allen Ihren persönlichen Kenntnissen, Ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten in diese Aufgabenstellungen hineinversetzen und sie mit allen Kenntnissen, die Sie haben, erfüllen werden. Ich bin überzeugt, dann werden auch Sie persönlich sehr viel von Ihrem Grundwehrdienst, sehr viel Positives mit nach Hause nehmen. Für die vor Ihnen liegenden Herausforderungen und Tätigkeiten wünsche ich Ihnen als Militärkommandant von Wien alles erdenklich Gute zum Wohl der Bundeshauptstadt und ihrer Bevölkerung und zum Wohl unserer Heimat, der Republik Österreich. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und bleiben Sie gesund. Rekruten, sprecht mir nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Mein Vaterland. Mein Vaterland. Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Unser Volk zu schützen. Unser Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit allen meinen Kräften. Und mit allen meinen Kräften. Der Republik Österreich. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volke. Und dem österreichischen Volke. Zu dienen. Zu dienen.